Ich höre dich. Wie jetzt? Du machst Witze. Gott, das schreckt mich doch nicht so, dass du rausgeflogen bist, du Arsch. Meine Fresse, ey. Oder dass du schon wieder rausfliegst. Wollte ihn gerade schon zur Fleischfressenden rüberfliegen, hab ich gedacht, scheiße, fliegt der raus, fliegt gleich bestimmt auch raus. So war es ja doch nicht. Mal gucken, was in dem blauen Strahl ist. Also wenn ich weiter mache, habe ich bald die Chitinrüstung vollständig nochmal. Nicht als Blaupause oder so. Da ist dann die T-Rex Level 44. Da sind die, da sind die, da sind die, der erscheint gerade. Wie, sind die echt keine anderen Agentabis aufgetaucht? Nur ein einziger? Ihr wollt mich gerade verkohlen. Ihr wollt einen Witz machen. Echt kein einziger Agentavis hier. Das ist doch ein Scherz. Das ist ja echt scheiße, solange du hier bist, ey. Ganz ehrlich. Ah, da ist ein Agentavis. Da sind sogar zwei Agentavis. Level 10, na super. Level 7, noch besser. Ah, wollte mich hier verkohlen. Ist doch eine Verarsche hier. Stirb, stirb und stirb. Und stirb immer noch und stirb. Stirb und stirb und stirb und stirb. Hallo, Drago. Nehmen wir ja mal Drago. Willkommen am Stream. So, Level 10 auch tot. So. Was passiert? Ah, ich dachte schon, der ist K.O. oder tot. Ich denke mal, wir müssen ihn gleich mal K.O. haben. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und wenn du ihn K.O. hast, dass du da direkt gleich mit zur Basis fliegen kannst. Dass ich den hier nicht mehr ertragen muss. Und dich sowieso nicht. So, bald ist er auf 150% und dann wird nämlich Gewicht weiter hochgeskillt. Ja, jetzt kann ich mal dahin. Ich hasse Unbesiegbarkeit. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, stimmt. Habe ich ja schon vor was weiß ich wie lange erwähnt. Chitin Legends. Ja, ich habe jetzt bald die vollständige Rüstung, Laguna. Ich habe Kopf, Brust
Schnauze, Schnauze. Und der 9. Schlag kommt immer tot. Glaube ich ja nicht. Na, T-Rex, du mich auch. Ach Mann, ich freue mich schon mal wieder mit dem Giganotto durch die Gegend zu rennen und alles abzumurksen. Macht richtig Spaß. Jetzt muss ich ihm wohl doch hinterher fliegen. Ich will endlich einen Agentar bis Level 72. Oder ein bisschen darunter oder ein bisschen drüber, ist mir egal. Hauptsache einen hohen Agentar bis. Du kriegst ja gerade schon wieder ein geschenkt. Naja, irgendwie ist es schon geschenkt, da ich ihn entdeckt habe und du ihn noch nicht mehr suchen musstest. Die Arbeit ist nur K.O. zu schlagen. Ach man, oh ey, gleich springe ich hier von Quetzel runter, ey. Mach Selbstmord, ach nee, geht ja auch nicht. Stell mal vor, du schlägst den K.O. Er fällt durch dein Quetzel durch mitten ins Wasser. Aber wenigstens müsstest du, es geht nicht drauf, dein Quetzel. Ja, natürlich. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, solange du da den tämst, ich glaube, da tämme ich mal kurz mal den T-Rex hier für Dingsbums. Oh, soll ich den tämen? Was sagst du? Würde ihn haben wollen überhaupt? Was denkst du? Das ist schlecht. Und er ist immer ich kau. Zehn Schläge auf dem Agentar bis Level 78 und der ist immer noch nicht K.O. Wie viel Leben hat der eigentlich? Auf was wurde der... Lol, 730, das ist ja extrem wenig. Oh Gott. Wie gefangen, hä? Ja, außer du kriegst ihn da nicht mehr raus. Aha. Gibt es eigentlich irgendwas mal, was hier nicht so ein bisschen nervtötend ist? Ach, ganz ehrlich, ich mache jetzt, weißt du was, jetzt reicht mir, ich habe keine Lust mehr zu warten. Mal gucken, wie können wir den T-Rex eigentlich sonst zu unserer Basis bringen, fällt mir gerade so ein. Ein Schiff haben wir nicht mit der Transportmittelmöglichkeit. Das weiß ich. Gleich fällt er um, gleich fällt er um. Wie, fällt er nicht um oder was? Wie viel Leben hat er denn noch?
Wie, nicht getroffen? Glaube ich ja nicht. Böse Jungs. So, schmeißen wir mal kurz diese Sachen rein. So, wo haben wir hier... Ah, da vorne ist der Kano. Kano, bei Fuß. Das war ein Kano. So. Rein damit, rein damit, rein damit und rein damit. Ein Level 70er Säbelzahntiger. Nicht schlecht. So, ich suche jetzt noch ein paar Kanos, suche ein bisschen Primeat. Dann kann der herumliegen. Wenn man später mit dem Schiff ab. Oder wir fliegen jetzt mit Lagunas Dingsbums weg. Mit deinem Quetzel. Ich glaube, das müsste gehen, oder? Nee, später meine ich. Später. Den lasse ich hier erstmal rumstehen, wenn er getamed ist. Gib mir dein Primeat, du blödes Misty. Gib mir dein Primeat, danke. Ganz ehrlich, immer nice. Das weiß ich nicht, ob die Steinschleuder ihn töten würde. Aber ehrlich gesagt, wollen wir es ehrlich gesagt meistens nicht ausprobieren. Wenn ich ehrlich bin. Die Hälfte Schlangen nicht mal ich kaufe. Na super. Immer nice. Mal eine Frage. Weißt du vielleicht, was effektiver ist? Schläge oder... Will ich mich verarschen. Sind Schläge effektiver oder eher eine Steinschleuder? Weil ich denke, glaube ja eher eine Steinschleuder. Ne? Wenn das wirklich so ist, dann müsste man es mal ausprobieren, wie viel Schaden man beim Quetzen machen würde mit einer Steinschleuder. Eine Steinschleuder vielleicht irgendwo eingesammelt? Nee, Bogen habe ich. Pfeile? Eine Steinschleuder, da habe ich doch eine. Perfekt. Das teste ich gleich mal aus. Weil wenn nämlich die Quetzel, die Argentavis Laguna mit einer Steinschleuder überleben, dann nehmen wir gleich in Zukunft nur Steinschleuder. Dann geht das nicht mit der... Oh, noch eine Steinschleuder. Perfekt. Ah, schon wieder eine Steinschleuder. Wie viele Steinschleuder habe ich hier eingesammelt? Noch eine Steinschleuder. Noch eine Steinschleuder. Alter, wie viele Steinschleuder habe ich denn hier? Ja, du mich auch, Laguna. 21 Level würde er zukriegen. Nicht schlecht. Wie lange hält das Primeat noch bei ihm? Perfekt. Ja. Und sonst suche ich mir noch mal ein paar Kanos, die lege ich dann um und schmeiße noch mal Primeat rein. Hier ist es ja kein Problem auf dieser Insel. Ach scheiße, wir müssen ja einen T-Rex-Sattel haben, damit wir den dann mitnehmen können später. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Naja, egal. Muss ich dann sonst mal schnell einbauen. Ach stimmt, ich habe ja ein Level up. So. 88.
Ja, wenn wir das geschafft haben, haben wir sowieso alles erreicht.